stehe im Sigaristenkeller in Bühli, umgeben von den Bildern von Tonio Frasso. Heute Abend wird die Vernissage sein und wie sie ja sicher alle jedes Mal, wenn sie an eine Vernissage kommen, empfinden, ist das ein Fest für den Künstler. Und die Feststimmung, die heute Abend wieder im Sigaristenkeller stattfinden wird, kommen Sie Anteil nehmen daran. Die Bilder von Tonio Frasso sind farbenfroh. Wenn man reinkommt, hat man das Gefühl, man sei gar nicht etwa einen Keller runtergegangen, sondern man stünde mitten drin im Leben, in der Landschaft oder auch in dem, was uns Menschen jeden Tag bewegt, anspricht oder zu Problem wird. Ich möchte am Anfang, wie ich es eigentlich meistens pflege, geschwind auf die Malereiart, auf die Technik eingehen, wo der Maler, wo der Künstler Ihnen darbietet heute Abend. Landschaftsbilder zeigen vor allem das Aufgliedern mit Farbflecken. Farbflecken, die umgeben sind, teilweise noch von schwarzen Linien, die er aber nachher immer mehr in seinem Werdegang bis heute verschwinden lässt. Er tut nicht mehr so genannt, wie sie es in der Schule auch gelernt haben, vorzeichnen und dann anmalen. Er hat so ein Bewusstsein und eine Fertigkeit mit der Farbe bekommen, dass er genau weiss, wo welche Flecken hin muss. Sie spüren auch, wenn sie durch die Räume laufen, dass nicht nur das Orange, das einem in die Augen sticht, das einem aufleben lässt, wichtig ist. Sondern sie spüren, dass das Weiss immer wieder kommt. Sei es in der Aquarelle. Aquarelle, nebenbei gesagt, ist ja Technik, wo man mit Wasser die Farben auflöst. Sie spüren es aber auch auf den grossformatigen Bildern, die mit Farbe, sei es Acryl oder Ölfarbe, auf Leinwand gemalt worden ist. Landschaftsbilder, das ist etwas, wo der Künstler auffängt, wo er seine Erlebniswelt, wenn er mit den Augen geschaut hat, ihnen wiedergibt. Aber nicht nur Landschaftsbilder empfangen sie da unten, sondern vor allem auch Bilder, wo sein Leben zeigen und die Auseinandersetzung, die er wahrscheinlich heute immer noch hat, mit dem Leben, mit den Stufen des Lebens vor allem, mit der Zeit, mit dem Jugendalter, mit dem mittleren Alter und mit dem höheren Alter, wo das Leben hinter einem steht. Die beiden Bilder, die das Jugendalter vor allem mit seinen Problemen uns zeigen, sind das vom Jüngling, wo aufs Leben los will gehen, aber die Achseln hochzieht und sich seiner Sache noch nicht so ganz sicher ist. Sander ist das junge Mädchen, wo ohnmächtig gegen aufwärts schaut, aber doch hoffnungsvoll glaubt, im Himmel zu finden, im Himmel symbolisch gesehen, in dem, was oben kommt, was die Zukunft bringt, was es sich wünscht. Und dann das Bild vom Alter, wo er, ich nehme es an, er wird an sich gedacht haben, da sitzt, gelassen, alles, was er hat wollen erreichen, glücklich hinter sich hat, auch Beziehung zu den Menschen, die er hinten antönt, und jetzt aber darf zurückschauen in Frieden auf die Zeit, die er geschafft hat. Die Zeit liegt jetzt am Boden. Wichtig ist ja, dass man die Zeit genutzt hat. Und der Künstler, der da Ihnen ein Leben näher bringt, hat seine Lebenszeit genutzt.